Nachdem wir jetzt schon zig Male in Dubai waren, haben wir absolut keine Ideen mehr, was wir noch machen sollen. Also machen wir jetzt eine Woche lang genau das, was sonst niemand in Dubai macht. Und damit Servus zu meiner neuen Serie aus Dubai. Gleich zu Beginn machen wir das, was wir definitiv in Österreich eigentlich nie machen. Wir fahren mit einem dieser Züge. Was ist das? Monorail. Monorail, also so ein Zug oben. Niemand macht das, das machen voll viele Leute. Ja, okay, vielleicht machen sehr viel, voll viele Leute. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, schaut so ein bisschen nach Marathon da aus mit den Farben. Und man geht so durch die Construction Site, aber der Uber-Driver war sich sehr sicher, dass das das da ist. Also, I don't know. Vor allem da ist ja der Parkplatz, da wollen wir ja nicht hin. Trams, Exit, Buses. Ja, gehen wir mal schauen. Da oben, das schaut so aus, wären da Schienen und da fährt dann die Monorail. Ein Monorail, da steht's ja. Wir gehen einmal da in das Parkhaus rein. Man fährt in Dubai mit dem Auto zum öffentlichen Verkehrsmittel, ich glaube, das ist der Weg. Ja, dann zeig du mir den besseren Weg. Total weiß man hier, dass man da richtig ist. Und da weiß man es noch eher. Naja, wenigstens muss man in Dubai nicht aufpassen, dass du da im Parkhaus überfallen wirst. Obwohl wir gestern ein YouTube-Video gesehen haben, dass es schon Verbrechen gibt da in Dubai. Wir haben gestern ein YouTube-Video angeschaut, da ist original erklärt worden, es kommen so selten Verbrechen vor, dass das, wenn ein Taschendiebstahl passiert, steht es auf der Titelseite in allen Tageszeitungen in Dubai. Also ich glaube, relativ safe. So, das schaut gut aus. Das schaut gut aus, siehst du mal doch nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Tickets. Wir fahren bis zu Atlantis, hätte ich gesagt. Das ist aber nur der Palm Monorail, gell? Ja. Das ist nur da. Ja. Das kann man nicht so und so fahren. Doch so und so, hin und zurück. Ja, aber auf die Bahn. Nur auf die Bahn, also nein, nicht irgendwo anders hin. Ne? Ja. Also, wir haben festgestellt, man fährt da tatsächlich mit dem Auto her, um dann nur da zu fahren, weil das ist nur so ein One-Way auf der Palm-Adventure. Und man ist auch direkt neben der Autobahn da draußen. Und da sieht man das Burj-Al-Arab. Und das ist auch total die Touristenattraktion für alle Inder und Chinesen, und für weil die fahren zu Hause also gern mit den Öffis. Wir tun das auch. Das nicht. Genau. Aber sowas haben wir nicht. Ja, wir haben auch keine künstlich aufgeschüttete Palme auf der Mur. Ja, leider. Aber war nicht geplant, dass es sowas gibt in Graz, so eine Seilbahn, oder? Steiermark-Herz wollten sie aufschütten. Dem die Mur-Insel ja schon so ein Riesenerfolg ist in Graz nicht, haben sie das, glaube ich, verworfen. Kommt da jetzt jemand, der so reindrückt? Wird nötig sein, nachdem wir so viel sind. Glaubst du? Moment 1 des Tages. Wir sind gerade original hier runtergefahren und da drüben wieder raufgegangen. Jetzt fahren wir wieder. Aber du hast es auch nicht gecheckt. Ich hab's auch nicht gecheckt, ja. Ich will jetzt zum Mall, weil. Zum Mall, weil ein bisschen Hunger, weil wir haben heute. Du hast auch Hunger. Ja, weil das Frühstück wäre, ich habe um 9 den Wecker gestellt, da war es bei uns 6 in der Früh. Ja, das ist es morgen, ja. Sicher musst du genau da auschecken, wie ich da gesagt habe. Total vergessen, dass Weihnachten ist. Kann man das vergessen? Ja, weiß ich nicht, das ist so unweihnachtlich. Part 2 der Dinge, was wir normalerweise nicht machen, ist zum Shake Shack gehen, weil ich weiß ich nicht, gibt's Shake Shack gibt es gar nicht bei uns, ja, und das ist einfach der beste Fastfood-Burger überhaupt. Da strahlt sie. Aber das habe ich das ganze Jahr gefreut. Deswegen sind wir eigentlich daher geflogen. Das ist nämlich der Vorteil, da ist im Cheeseburger keine Schirchen, Zwiebeln und Gurken drinnen. Schau dir das an. Wie schön das ausschaut. Und das Wichtigste, die Pommes sind nicht latschert, gell? Das haben wir ja schon öfter gelernt, wenn Pommes latschert sind, kannst du das gleich in den Müll schmeißen, weil das kannst du nicht essen. Was haben wir da, so ein Christmas Cookie Shake? Der hat sicher 2000 Kalorien. Cola, Double Cheeseburger, irgendwas mit Tomaten, das ignorieren wir mal. Das ist mein Shakeburger. Genau, das ignorieren wir mal. Aber auf jeden Fall, das ist ein gutes Mittagessen. Die Verena hat sich die ganze Zeit schon gewundert, warum ich heute noch gar keinen Hunger habe, obwohl es schon 15.20 Uhr ist. Und wie wir wissen, da wird schon kritisch. Aber tatsächlich, habe ich vorher heimlich Nussriegel gegessen und jetzt habe ich keinen Hunger. Mahlzeit. Und ciao, Mahlzeit. Der beste Burger.
war so gut. Gut? Mhm. Schmeckt da? Trotz Tomate und... geht's. Kurzer Break. Ich habe gesehen, du hast noch nicht abonniert. Lasse mir gerne ein Abo da, damit du keine weiteren Videos aus Dubai mehr verpasst. Und weiter geht's. Wir müssen das tatsächlich revidieren. Ich würde ja sagen, Shake Shack ist tatsächlich der beste Cheeseburger überhaupt. Ja, also ich wüsste nicht einmal einen ansatzweise vergleichbaren Burger, der so weich, wo das Bun so gut ist. Hut ab, muss man sagen, für so eine Fastfood-Kette eigentlich. Da kenne ich eigentlich, muss man wirklich sagen, nicht einmal irgendein Restaurant, das so einen guten Burger hinkriegt. Von mir aus ist das Fleisch bei manchen besser, ja, okay. Aber die Kombination, ist, würde schon geben. Ja, 10 kann man nicht geben, aber 9,5 von 10 für Shake Shack in Dubai. Wie heißt die Mall da? In dem Sinne, jetzt müssen wir da zur Balme und die Balme ein bisschen anschauen, ob es schon untergegangen ist. Fast mit der Monorail zum Luxushotel. Ja, aber den Blick hast du sonst nicht, wenn es da das nicht stimmt. Du fährst daher mit diesem Monorail. Ja. Da ist das Atlantis, da ist, wie heißt das, Five Palm? Nein, das Five Palm ist das drinnen. Das ist das neue. Das heißt da Atlantis. Atlantis the Royal, oder? Genau, ja. Und dann gehst du einfach da runter und dann kriegst du Churros zum Essen. Das ist eine multifunktionale Railway Station eigentlich. Ah, das ist sehr, sehr, sehr ein bisschen touristisch da. Weil neben hast du das Luxushotel und da hast du die ganzen Tagestouristen, die da alle nicht übernachten. Und dann kommst du aber original da mit den Autos zu und drüben steigst du aus, Hakkasan und Nobu. Und nein, ist da nicht nur irgendein Restaurant? Ja, irgendein Steakhouse ist da noch. Steakhouse ist da noch. Darf ich kurz anmerken, das ist ein komischer Ballon, wenn der wirklich so ausschaut, weil der ist wie ein Ball. Und Ballons bei uns sind mehr so wie so ein Tropfen. Bei uns ist das ein Tropfen. Wo ist da überhaupt das Feuer? Ja, ich glaub, das ist ein modernerer Ballon, als wir da in Austria haben. Der geht dann nur einmal gerade drauf und dort bleibt er dann, dass du einfach den Ausblick hast. Wie ein Wetterballon, du fährst gerade drauf und dann explodiert er. Genau. Und dann ist vorbei. One way. Hakkasan. Schon geil, Hakkasan schwarze war Steine. Schon. Schaut gut aus. Wir waren in da Las Vegas. Mal, aber wir gehen jetzt mal da rein schauen, weil ich glaube, man muss so durchgehen und da ist es nur gut. Feuer, Bildschirm und dann auch noch, die haben den Buchstaben mit LED-Effekten. Also das Shop-Design, da ist schon ganz anders Level, würde ich sagen. Gehen wir mal schauen, wo es rausgeht. Das war aber nichts mit dem Strand, warum? Nein, dürfen nur Hotelgäste dürfen zum Strand. Wie ich prophezeit habe, Hotelgäste. Ja, aber das ist ein Riesenstrand. Da dürfen nicht einmal wir. Ja, natürlich nicht. Umsonst muss ja irgendwie rechtfertigen, warum das Hotel da, weiß ich nicht, 1500 pro Nacht kostet. Aber da sind wir jetzt am einzigen Platz, wo man so als Tourist gehen darf, mit der 4 Meter breiten Promenade, die nicht besonders schön ausschaut. Aber jedenfalls, jetzt gehen wir noch da ein paar Meter rüber, schauen. Aber wir waren da letztes Mal schon, wollten raufgehen. Du kannst beim Atlantis nicht raufgehen oder so, dass du da einen Kaffee trinken kannst. Das geht nicht. Also es ging damit zumindest damals schon nicht. Das ist ein bisschen uncool, weil das geht zum Beispiel beim Four Seasons schon, wo es Nussred ist. Naja, aber Wetter ist schön und es ist nicht so warm wie in den letzten Jahren, kommt mir vor. Schaut ziemlich teuer aus. Das ist ein neues Modell, Canon. Canon, weiß ich nicht, aber das ist das neueste vom neuesten 6 Megapixel. Xus 60, wie erklären, wegen 6 Megapixel. Kann Video, Foto und sogar anschauen. Und was kostet der Spaß? Ja, das verraten wir nicht. Dann ist das immer der Neid zu groß. So bei den letzten Kameras bei der Leica, wo ich das verraten habe, war dann auch so, das braucht man ja gar nicht. Ja, das braucht man auch nicht, aber man gönnt sich ja so. Über den Preis spricht man da bekanntlich nicht, oder? Das stimmt. Richtigerweise habe ich gesagt, der Ballon ist tatsächlich wie ein Ball und nicht wie ein Tropfen, wie es bei uns ist. Und es ist auch kein Feuer da, also irgendwie andere Taktik. Das ist ein Wasserstoffballon. Wo sind da überhaupt Leute? Ich sehe den Ballon nicht mehr. Der ist auf der Kamera, ist der durchsichtig. Hä? Bin ich blind? Ah, da ist er. Soll er ein bisschen dran zoomen? So. Ja, wie kann das dann fliegen? Da blast ja, kein Feuer. Irgendein Gas wird schon drin sein. Also. Und Helium, unten ist ein Seil dran. Ich glaube, der fliegt nicht weit weg, weil das ist ja das Problem. Weil wenn, da kannst du nur hochfliegen und dann wieder runter. Ja, das ist ja der Sinn, dass du auch als Tourist da, wenn du nicht im Hotel bist, die Skyline anschauen kannst. Ja, aber da bist du viel zu nah dran für das Hotel vom Winkel her, sage ich da.
Wir sind jetzt da ausgestiegen. Wir müssen da so irgendwie rüber gehen. Aber keine Ahnung, also das schaut nicht sehr einladend aus da. Nein, ich habe gedacht, da sind so Bars und so, wo man was trinken gehen kann. Da gehe ich lieber da entlang jetzt noch vor, ja, dass wir wieder in die Stadt kommen, weg von der Palme da. Und dann gehen wir zu Fuß, gehen wir da mal schauen. Man kann sich das ja ruhig ein bisschen anschauen, was so abseits ist von den Hotspots, finde ich. Weil bitte, das ist Boden, der weich ist zum Gehen. Schwerer, wenn du von den Pflastersteinen da rauf gehst, wie als ob du nicht einmal Schuhe anhättest. Aber ich glaube, das ist einfach eine Laufstrecke, weil da ist 1200 Meter einzeichnet. Also da spielt Geld wirklich keine Laufstrecke. Weil ich sage mal, das geht bis da runter, bis in die Unendlichkeit. Ich bin jetzt zum Hotel zurück und später gehen wir noch zur Dubai Marina. Oder wir gehen jetzt zur Sportwandhalle und wir gehen da zu Smash und da spielen wir ein bisschen Tennis oder irgend sowas. Was ist das? Tennis. Nein, das ist kein Tennis. Das ist Paddle Tennis. Der schlagt so die Sachen gegen die Wand. Ja, ist Battle Tennis, sag ich dir. Ja, du kennst das. Spielen wir dann, oder? Von da schaut schon krass aus. So auf einmal das Smash und dahinter das Hotel und der Monorail. Hat dir das Museum of the Future gefallen? Ja, der Eingangsbereich, der war echt super. Ach so? Da ist so ein fliegender Fisch gewesen. Ja. Und das war's dann. Mehr haben wir nicht gesehen. Warum? Ja, weil es bis Mitte Jänner ausgebucht ist. Haben wir nicht gewusst. Ein Museum, das 3 Wochen ausgebucht ist, haben wir wirklich eigentlich noch nie erlebt, oder? Nein, wir haben gedacht, wir können da spontan reingehen. Schaut aber schon also so cool aus. Ja. Mega aus. Das ist, was ist das, ein Ei? Ein Donut, ein zerquetschter. Das ist jetzt echt enttäuschend, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein Weihnachtsmarkt. Das ist der Hippie-Market von Ibiza. Das ist der Weihnachtsmarkt. Ja, okay, vielleicht wir waren in Graz nie Weihnachtsmarkt, deswegen können wir jetzt da schnell durchgehen. Perfekt, gibt es da einen Glühwein? Wahrscheinlich. Weiß ich besser. Im Hippie-Market siehst du das Ei noch besser. Museum. Ja, da sieht man es noch schöner, ja. Ja, jetzt sei gerade das Licht, ist immer in der Abendsonne in Dubai, ist immer, schaut schon noch mal besonders aus, weil es glänzt alles so. Da gibt es was zu essen und zu trinken. Such dir was aus. Ich such mal was aus. Was du möchtest. Secret filmen, weil wir dürfen nicht filmen, aber das Essen ist gut. In irgendeinem Hippie Market. Trüffel-Ei-Sandwich mit Cheese. Sehr gut. Sehr gut, ja. Ja, dass irgendwer beim Essen gefilmt wird. Also draußen geht's weiter. Wir sind jetzt bei der zweiten Attraktion, wo wir nicht reingehen können. Ja, sicher kannst du reingehen, aber approximate waiting line ist wie lang? Was ist 150 geschaut? Minuten. 150 Minuten, also 2,5 Stunden. Perfekt, das werden wir nicht machen, aber ausschauen tut es cool. Und man kann sich da glaube ich nicht so schneller durchmogeln, oder? Dass man da so Fast Lane hat. Das würde ich da nicht machen. Ne? Das ist schon krass, dass man auf so einen Rahmen hinbaut in Full Guard, im perfekten Licht. Jetzt machen wir ein paar Fotos von außen. Ich finde es ja wirklich. Das finde ich schon ein bisschen schwach eigentlich, dass ich da 150 Minuten warten muss. Ja, wenn so viele da aufhören. Ja, dann überlegt sich was Besseres oder macht es also einen doppelten Preis mit einer Fastlane. Zahlen die Leute eh, da stehen ja 1000 Leute. Wir stehen da auf der Straße. Gehen wir noch so ein bisschen darüber zu dem Park, vielleicht ist es da noch besser vom Winkel her. Eigentlich müsste man das ja so durch den Frame fotografieren, aber da sind wir ja ganz falsch. Da müssten wir ja irgendwo darüber. Wir müssen darüber, dass wir zum Burj Khalifa rüber filmen können. Ja, da müssen wir aber weit rüber gehen. Ja, gehen wir mal schauen. Aber in New York waren wir beim Empire State Building und da haben wir vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde gewartet. Länger nicht, aber da haben wir ein Ticket gehabt mit einer genauen Uhrzeit. Aber da hat es ja, ich glaube, 12 Lifte gleichzeitig gegeben. Empire State Building liegt ja noch in österreichischen Händen. Schauen wir mal, wie lange noch. Das ist traurig, ich mache da keine Scherze drüber, weil über sowas macht man keine Scherze, wenn jemand so viel erreicht hat und alle anderen nicht und jetzt reden alle ganz wichtig und haben in Wirklichkeit keine Ahnung. Aber ja, momentan liegt es noch in österreichischen Händen. Da ist das Licht ganz, ganz gut. Super. Also doch Fotokurs mit Julian. Naja, das Problem ist, man sollte sich eigentlich mehr vorbereiten. Ich komme her mit 25% Akku, ist gleich leer.
Aber ich habe dann noch meine neue Kamera mit. Gehen wir noch ein Stück weiter, vielleicht kann man auch von so drüben rüber. Ja, das Problem ist, von da sind wir viel zu tief, dass du überhaupt den Burj Khalifa durchsiehst. Ich weiß. Das geht sich gar nicht aus. Aber da müssen wir mehr so rüber. Nein, da müssten wir rüber und drauf. Da müsste es da hinten auf das komische Gebäude da, Gifts Village. Weil sonst geht's, ja, du siehst das eh, sonst geht es nämlich genau, also du siehst da nichts, du bist einfach zu tief. Wie immer, wenn du irgendwas sowas fotografieren willst, am besten aus der Luft, oder? Mit der Drohne. Mit der Drohne. Mit der Drohne würde da vielleicht nicht fliegen, aber vielleicht mit dem Heli. Dann triffst du es, ja. Mit was das Foto machst, ist relativ egal. Du brauchst immer Perspektive, Licht und da musst du einfach treffen. Du musst dort hinkommen, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit sein. Die 10 Minuten gutes Licht sind schon vorbei. Also, ja. Die musst du erwischen. Jetzt ist es dunkel, jetzt ist finster. Aber wir waren zum richtigen Zeitpunkt eigentlich da, oder? Ein paar Fotos haben wir machen können. Ja, man merkt schon, auf der anderen Seite ist schon ein bisschen so altes Dubai. Da ist der Frame. Wie schaut's aus jetzt? Ja, geht so. Wenn das Licht gut ist, geht's mit dem Handy genauso. Das Licht ist jetzt gerade gar nicht so schlecht, oder? Und da die Skyline, sieht man ein bisschen. Aber das ist, was ich vorher gemeint habe, man müsste eigentlich, damit man da durchsieht, müsste man eigentlich irgendwo da rüber. Da rüber, ja. Damit man da den Burj Khalifa im Hintergrund hat und nicht nichts im Endeffekt, wie es jetzt da ausschaut. Die hätten die Brücke eigentlich weiter drüben bauen sollen. Genau. Das war eine Fehlkonstruktion. Das ist sicher, die guten Fotos sind entweder aus dem Heli oder irgendwo da vom Dach da drüben. Ah, weil da bist du nicht so drauf. In die Mitte mehr, da? Schau mal, da hinter mir auch die 10-spurige Autobahn gefühlt. Sonst eigentlich nie machen, am Touristen-Hotspot gehen, uns da 10 Minuten anstellen, weil die Verena unbedingt die Engelsflügel. Ja, aber die wollte schon 2020 und 2022 haben, wir sind nie daherkommen. Ja, aber jetzt, von der Seite haben wir Burj Khalifa eh noch nie gesehen. Aber du kriegst ihn fast mit einer richtigen Kamera gar nicht so richtig aufs Bild. Mhm. Ein iPhone muss schon 0,5, dass es überhaupt drauf geht. Und vor allem, jetzt bauen sie ja angeblich noch einen höheren, um 400 Meter höher. Wirklich? Wo? Der Greek Tower soll das heißen. Und wo ist das in Dubai? Ich glaube, irgendwo bei der Marina. So, jetzt schau mal, ob du deine Engelsflügel kriegst. Ja. Wie lange dauert es nicht mehr? Das postest du nicht mehr. Dann hast du alle Touristenfotos, die man so ja, haben kann schaut auf einmal. Ja, das voll cool aus. Ich habe immer die Touristenfotos, das magst du ja nicht so. Nein, ist schon toll mit den Flügeln und hinten der Burj Khalifa. So, Burj Khalifa sind wir auch noch. Da waren wir noch nie. Noch nie? Deswegen sind wir da. Jetzt hast du das Engelsflügelsfoto bekommen. Jetzt habe ich das endlich 3 Jahre später. Das ist echt toll da. Und es ist voll ruhig heute. Da ist deswegen so ruhig, das ist ein bisschen abseits vom Geschehen, oder? Ja, stimmt. Die Dubai Mall ist da drüben, oder? Wo das sind immer eigentlich genau gegenüber. Das schaut so nah aus, aber ich glaube, das ist relativ weit entfernt eigentlich. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. 10 Kilometer. 10. Kann man nämlich sogar selbst bei dem Brunnen da, das ist ja Brunnen in Wirklichkeit. In der Steiermark gibt es halt einmal einen See, der so groß ist. Ja, okay, ist wie der für die Gärtnerin ist es schon ein halber See. Ich glaube, da gehen die meisten aber eigentlich nicht her. Die meisten sind auf der anderen Seite, wo man von der Dubai Mall rauskommt. Und von der Seite, das muss man schon wissen, dass da die Flügel sind und deswegen geht man dann daher. Gell? Das sind die Wings of Mexico, falls das wer sucht. Das Gebäude da drüben, man sieht jetzt den zweiten Turm nicht so richtig, aber das erinnert ein bisschen an die Marina Bay. Marina Sands Bay. Marina Sands Bay, ja fast. In Shanghai. Singapur. Fast. Shanghai. Alles fast richtig, aber wir wissen alle, was wir meinen. Und da ist auch sicher oben ein Infinity Pool. Ich frage mich ja schon die ganze Zeit, wie der Burj Khalifa eigentlich leuchtet. Ist es auch gebeamt oder auf dem Burj Khalifa die Lichtinstallation, weil der blinkt immer so? Nein, ich glaube, da sind schon Lichter einbaut, weil ab und zu kommt ja da so eine Werbung oder so. Vorher war ja von diesem EMA oder wie das heißt. Ja, aber ob das nicht eher rauf projiziert wird. Man muss sich aber mal diese Größe da anschauen. Ich meine, das ist einmal so ein Zwischenplatz.
Weil das habe ich ja gemeint, von da drüben sind wir gekommen und jetzt müssen wir mal darüber gehen. Das sind ja hunderte Meter dazwischen und es schaut eigentlich so, oder man hat es kleiner im Blick, als es eigentlich ist, so im Gedanklichen, aber es ist ja riesig. Da ist ja allein ein Park, der ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein paar hundert Meter breit. Ja, also kann man sich schon anschauen. Jetzt waren wir ein paar Mal schon da, aber es wird irgendwie nicht fad. Nein, es ist immer schön, wieder anzuschauen. Ja. Wow, ich kann es echt nur immer wieder sagen, das waren mega Eindrücke aus Dubai. Wir haben da wirklich vieles gesehen, was wir sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Die Monorail, das Atlantis Hotel, weltbekannt. Dann haben wir einen Shake Shack Burger gegessen, gibt es ja in Europa glaube ich auch nicht. Wir waren bei The Frame, dieser riesige Bilderrahmen. Ich meine, wer kommt auf so eine Idee? Ja? Museum of the Future, leider 3 Wochen ausgebucht, aber alle Male von außen kann man sich das Ding anschauen. Dieses riesen Ei mit dem Loch drinnen, Wahnsinn, schaut so mini aus auf dem Fotos, ist ultra groß. Und dann zum Abschluss noch beim Burj Khalifa haben wir die Wings of Mexico. Da hat die Verena ein tolles Foto mit den Engelsflügeln bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonnieren sowieso nicht vergessen, damit die weiteren Videos aus Dubai kommen jetzt demnächst online nicht verpasst. Danke fürs Zuschauen. Servus und ciao.